Ich schreibe Techno nicht mit 2K, ich mag es auch nicht, weil das ist irgendwie übertrieben. Das drückt halt nur auch die übertriebene Härte von Techno teilweise aus. Und das, was ich mache, ist halt nicht mit 2K, sondern eher mit 2N, wie A Brain Party ist ja eine Mischung aus Trance House Music. Ja, normale Hausmusik, würde ich sagen, und Anwendung neuester Technik im Bereich halt von Brain Machines und so, die dann also auch aufs Unterbewusstsein einwirken, von Subliminal Frequenzen über so eine Motor Bassline, wo dann also unheimlich tiefe Frequenzen musikalisch rübergehen, die man nicht hört, die man aber spürt und die so im Körper dann halt ja, Fröhlichkeit rauslösen, Emotionen und im besten Fall, dass man halt in den wachen Schlafzustand fällt, also halt in die Trance. Das ist also das Ziel, was man irgendwie versucht mit diesen Partys auch zu erreichen, und ich gehöre halt zu den 2 DJs, die in Berlin versuchen, das musikalisch umzusetzen. Wir arbeiten in einem Bereich zwischen 0 und 15 Hertz. Und ja, haben eben auch da unsere Forschungsarbeit betrieben. Und wir wissen inzwischen ganz genau, dass zum Beispiel 6 Hertz sexuell stimulieren, also wirklich geil machen. Und dass ja, im Bereich zwischen 12 und 15 Hertz eine Hysterie erzeugt wird, die dann so um die 15 Hertz natürlich schon wieder anstrengend ist. Und wir fahren dann gerne so das Level so um die 12 herum. Und das macht uns sehr viel Spaß. Telcom, c'est Saba Komosa, l'égérie Rêve et Gabi Delgado, pionniers de l'électrodance avec le groupe DAF au début des années 80. Telcom brasse les dernières innovations technologiques à la recherche de la bande son idéale pour les années 90. Telcom, c'est aussi un club, le Sunday Morning, qui ouvre à 6h du matin. Komm mit. Ja, man muss ja nicht sprechen, um zu kommunizieren. Ja? Die Kommunikation läuft also in den Clubs eher über Tanz, über Angucken, Anfassen, als über Sprache. Das ist auch sehr gut, dass das so ist. Weil die Sprache ist ja doch eine. Weil da reden kann man halt viel, nicht? Das bedeutet aber meistens wenig. Gibt es eben schon eine lange Tradition eben elektronischer Tanzmusik, aber es gibt natürlich schon einen großen Unterschied zwischen DAF und Delcom. DAF war eigentlich sehr 80s-typisch, ja, von den Slogans, die benutzt wurden, auch im Endeffekt auch von der Musik. Und Delcom steht eigentlich für die 90er, kann man sagen. Es ist halt einfach wirklich, sich radikal zu entäußern und radikal zu bewegen. Und zwar speziell am Wochenende. Weil technisch eine wirkliche Wochenendbewegung, also man sucht quasi jedes Wochenende den Exzess. Ja? Es gibt bestimmte Drogen, wenn man das so sagen darf, ja? Die technotypisch sind. Oder die dir erleichtern, die ganze Nacht und den ganzen nächsten Morgen durchzuhalten. Ja? Wichtig ist, dass das alles sehr spät stattfindet. Ja. Also, dass man nicht zu den normalen Zeiten ausgeht, um 11, 12, sondern erst um 5, 6 Uhr morgens. Also man kapselt sich ab von der anderen Disco-Szene. Ich sage ja auch viel lieber als Techno, könnte man sagen, radikale Disco-Musik. Das ist es nämlich. Exakt.
ändert sich sehr schnell. Also für Europa ist das so, dass die Stadt sich am schnellsten ändert. Und Veränderungen sind ja immer gut. Und der europäische Gedanke, der ist insofern gut, dass es keine Grenzen gibt, keine Importbeschränkungen, dass man quasi... Es wäre sehr schön, wenn Europa wirklich ein großes Land ist, mit vielen, vielen Hauptstädten. Nicht mit einer Stadt, kein Zentralismus, ja, aber ein Land.